Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge StarCraft 2 Legacy of the Void Multiplayer. Heute hier auf Odyssee gegen einen Terraner und wir selbst sind Protoss. Wie schon beim letzten Mal und erstaunlich oft in letzter Zeit, gefühlt zumindest. Aber wobei es waren auch zwischendurch ein paar Zergspiele, glaube ich, dabei und Terraner aber auch mal. Aber von der Häufigkeit her habe ich das Gefühl, ziemlich oft Protoss zu sein. Kann mich aber auch täuschen dabei. Was war das? PvT? Okay, ich habe irgendwie Lust, wieder irgendwelchen Random-Kram zu machen. Wir haben ja letztes Mal schon versucht, mit High-Templar-Drops zu agieren. War das beim letzten Mal? Auf jeden Fall in einer der letzten Folgen. Und dort wurden wir ein bisschen irritiert von unserem Gegner, der einfach währenddessen Cyclone-Push gespielt hat. Das ist natürlich was, was für uns nicht so ganz so toll war. Wir können alternativ nochmal probieren, mit DTs was zu machen, wie wir es auch in der letzten Folge gemacht haben. Ich glaube, das machen wir, oder? Nochmal schön DT-Blink hier, die... War das Creator oder sowas? Nee, ich weiß nicht, wie der Koreaner hieß, der das gemacht hat. Ich glaube, das probieren wir einfach mal heute. Wieder die T-Blink. Habe ich ja auch, vor nicht allzu langer Zeit, das hört sich so an wie bei so einem Märchen, schon mal gemacht. Aber ich finde, das ist so ein schöner Spielstil. Den kann man ruhig nochmal machen. So, es sei denn natürlich, wir werden hier geproxied. Beziehungsweise geengineering blocked. Das war nicht das, worauf ich hinaus wollte. Und das wollte er, glaube ich, auch, weil er jetzt ziemlich schnell wieder rausgefahren ist. Aber hat es nicht geschafft. So. Unsere Mineralien reichen nicht aus. Einen bauen. Du darfst auch wieder hier über Umwege... ach komm, wo wir schon mal hier sind, oder? Machen wir noch ein Proxy-Target. Machen wir es doch ein bisschen anders. Die T-Blink wird sicherlich auch nochmal in einer der nächsten Folgen geben. Ich muss jetzt nämlich relativ viele Folgen im Voraus aufnehmen, dadurch, dass die Klausurenphase wieder anbricht. Da wird es das bestimmt dann nochmal geben. Aber fürs Erste machen wir lieber nochmal ein Proxy-Stargate. Wo wir hier gerade schon so schön stehen. Gelegenheit müssen wir ausnutzen. So. Depth-Chrono boosten trotzdem natürlich. Auch den Mothership-Core bauen. Das heißt aber, wir müssen auch dringend unser Gas besetzen. Weil, wir haben gerade gar nicht so viel Gas. Das Gas war ein bisschen spät für das, was wir spielen wollen. Das ist nicht so schön. Okay, da ist er schon. Bin leider genau hier gerade falsch gelatscht. Mehr Vespin-Gas wird benötigt. Dort können wir nichts heranholen. So. Was wünscht ihr? So. Und den stellen wir hier ein bisschen ab. So, perfekt. Oh ja, den Rock natürlich wieder angegriffen. Was auch sonst. So, aber ich denke, er könnte den Braten daran gerochen haben, dass wir hier keinen Tech hatten. Unzureichende Mineralien. Wir fahren fort. Denn die Schlacht wartet. Wo werden wir gebraucht? So. Unsere Mineralien reichen. Forschung abgeschlossen. Sehr gut. Ihr sucht Führung. Unsere Schicksale sind vereint. Perfekt. Hält uns auch ein einzelner Viking nicht auf. Spricht aber für einen All-In. So ein Viking ist sehr, sehr ungewöhnlich zu diesem Zeitpunkt. Oh, das ist ein Plug-up.
Mehr Vespingas wird benötigt. Also Chance sehr, sehr hoch, dass ihr jetzt ein All-In kommt. Was wünscht ihr? Die Dort ist der Viking geflogen. Das ist gut für uns, denn das heißt für uns, okay. Ein paar viele Marines. Unsere Sonden werden angegriffen. Es ist vorherbestimmt. Würde meinen. Unsere Schicksale sind vereint. Der Weg ist klar. Wir deuten. Ich möchte mich auf jeden Fall in die Würde meinen reinbeten. Nasuktal. Ich verstehe. Unsere Basis wird belagert. Der Feind hat uns entdeckt. Okay, ja, sei es drum. Aber auch das hat sich nochmal gelohnt. Oh, ich habe das vergessen. Das ist schlecht. Er hatte echt eine frühe dritte, die er hier angedrückt hat. Aber das verleitet uns auch dazu, eine frühe dritte zu nehmen. Wir müssen zusätzliche Pylonen bauen. Ich glaube fast, wir sollten einfach mal schon mal gleich einen Push starten mit dem ersten Depp, den wir hier so haben. Weil seine Armee nicht besonders stark aussah. Leider haben wir halt kein Adept-Upgrade bisher. Das macht uns natürlich gleich viel schwächer. Aber was natürlich sein kann. Hier, ja, hier gibt es die Goldbases. Die hat er. Ah, wobei, da hätte er 4 schon. 4 CCs. Jetzt ist übrigens das Upgrade durch. Aber er hat jetzt hier leider Heilung stehen. Die Schlacht wartet. Unser Denken gleicht sich. Die Templer rücken vor. Für den Ruf. So. Ja, Exekutor. Zack. Das läuft doch alles spitzenmäßig hier. Wir benötigen mehr Vespingas. Habe ich mir denn hier Angst gemacht? Unsere Forschung. Nur die Gläubigen fürchten nicht. Die Templer rücken vor. Okay. So soll es geschehen. Najaka Minar. Zack. So, wir bräuchten dringend mehr Gateways. Dort können. Wir haben ein Mineralienfeld aufgebraucht. Ein Mineralienfeld ist erschöpft. So. Das muss ich. Das Einzige, was natürlich auch für ihn spricht so ein bisschen, ist, dass er 3 CCs hat. Aber wir haben ja auch schon 3 Nexus. Von daher denke ich nicht, dass wir hier noch in große Bedrängnis geraten sollten. Eigentlich. Goldbases hat er auch nicht. Unzureichende Mineralien. So. Hier ist immer noch nichts. 3, 3. Wir können dann auch schon die vierte anfangen. Hier fehlen übrigens dringend Pylons. Das sieht doch sehr, sehr gut aus für uns.
zusätzliche Mineralien werden benötigt. Ein Leben für Ajur. So, müsste ich mal hier hin. Dann kommen wir mal hier hin. Jetzt eigentlich Fortress gebaut. Immer noch nicht. Holen wir das mal schleunigst nach. Ja, und dann sollte es jetzt aber der Zeitpunkt sein, indem wir den Push starten. Sollten hier ein bisschen aufpassen, dass wir uns ein bisschen mehr spreaden. Mit den hohen Templern. Wir haben defensiv noch zwei hohe Templer stehen. Dort schon zwei Cyclones. Für mich muss hier gleich mal defensiv Stalker warpen. Unser Klon wird angegriffen. Dort können unsere Mineralien reichen nicht aus. So. Lasst unsere Feinde unsere spüren. Dort können wir nichts heran. Zusätzliche Mineralien werden benötigt. Unser Mineralienfeld erschöpft. So. Unsere Sonden werden angegriffen. Der Feind greift unsere Sonden an. Unzureichende Mineralien. Ernsthaft. Mein Leben für Ajur. Los! Der Kampf ist tot, wird unter. Unsere Mineralien reichen nicht aus. Komm. Zusätzlich, der Feind greift unsere Sonden an. Selbst wenn er hier alle meine Probes tötet, ist immer noch völlig egal. Unzureichende Mineralien. Ich füge mich. Unsere Gedanken sind eins. GG, schön. Zack, hat sich das doch erledigt. Ja, das war schon ziemlich schnell um, das muss man sagen, tatsächlich. Da hat er am Anfang, ich habe schon wieder vergessen, wie das Spiel ganz am Anfang lief, aber wir haben, was haben wir denn gemacht eigentlich? Das Oracle hat schon so viel getötet, ne? Ja, das Oracle hat hier echt schon viel getötet und er war auch vorher schon nicht auf so vielen Workern. Ich habe da wieder ein bisschen, ja, nicht so ganz so klasse gemakrot, was einfach auch ein bisschen daran lag, dass ich dachte, das Spiel ist schon vorbei, was prinzipiell auch war. Ja, da war, glaube ich, unser Gegner ein bisschen überfordert. Vielleicht ist er normalerweise kein Terraner, wobei er hat auch das Terraner-Ei dort stehen. Weiß ich nicht. Doch, ist er schon. Das ist merkwürdig. Auch, dass er am Anfang einen Viking gespielt hat. Alles sehr, sehr komisch. Aber naja, was soll's. Ich würde sagen, an dieser Stelle war es das für die heutige Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ich schaue beim nächsten Mal wieder vorbei. Hier oben rechts könnt ihr auf die nächste Folge klicken, unten rechts war ein anderes Projekt von mir. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss.